Geh an eine Straße mit einem Schild, wo drauf steht, hup, wenn ihr mich hässlich findet. Let's go. Wir machen jetzt hup, wenn ihr mich hässlich findet. Bevor die Leute hupen, muss ich euch noch was zeigen. Nämlich hat Emil seine AirPods Pro locker eine Woche verloren und dachte sich, oh nein, die werde ich bestimmt nie wiederfinden. Du hast sie in den Ohren. Geil. Okay, den Rest seht ihr jetzt selbst. Ja. Emil, meine Herzen klopft gerade. Jo, Sydney, mein Herz klopft auch. Papa, willst du mich verarschen? Ich zitter gerade nicht. Klapp auf, sind die da drin? Junge, yes. Was? Ich war schon so down, ich hab die schon seit 7 Tagen, ich hab mein ganzes Zimmer 2-mal auf den Kopf gestellt, alles durchgeguckt. Die waren hier einfach in der Lego-Tüte. Ja, warum sind die in der Lego-Tüte? Okay, jetzt weiter mit dem Video. Let's go. Los, die erste Person. Nein, ja, ja. Die hupt nicht. Hat keinen Bock. Der hupt. Entschuldigung. Ja! Ja! Ehrenmann! Ich bin hässlich! Oh, der Lastwagen! Oh. Wenn der hupt, das wäre so geil! Bitte, bitte! Ja! Ey, wie leise war das denn? Jetzt kommt das beste Schild. Hup, wenn ihr Sophia heißt! Ey, das ist ja voll behindert! Irgendjemand heißt bestimmt Sophia! Hup, wenn ihr Sophia heißt! Ja, bitte, bitte! Ja! Geil! Ich weiß nicht, die haben so behinderte Hupen. Jetzt hat irgendwo noch eine Bahn. Die können nicht hupen. Ey! Die Bahn kommt jetzt. Ich bin gespannt, ob sie klingelt. Hoffentlich klingelt sie sehr wild. Komm schon. Ja? Ja! Wie geil! Ehrenmann, okay. Lebensziel geschafft. Easy. Vielleicht kriegen wir auch einen Fahrradfahrer. Wie das Fahrradfahrer hupen können. Ja, stimmt, die können gar nicht hupen. Aber klingeln.